High Plank Reverse Hand. Wir gehen in die High Plank Position. Hände befinden sich wieder in einer Linie unter der Schulter. Und um den Druck auf die Handgelenke zu erhöhen, drehen wir die Hände nach hinten. Bleiben dabei aber in der Plank Position. Was wir jetzt noch machen können, ist, dass wir hier leicht nach vorne und nach hinten wippen, um den Druck auf die Handgelenke leicht zu erhöhen. Eine wunderbare Vorbereitungsübung für sämtliche Übungen, wo wir Druck auf die Handgelenke ausüben müssen.